Ich versichert, den Hitschuli bezahlt ihr. Unwürdiger, du hast ja keine Ahnung, wer vor dir steht. Genug. Oh, das ist kein Spezialeffekt. Nein, Johnny Cage. Kuai Liang. Okay, alles auf Anfang. Wer bist du nochmal? Lord Liu Kang, Beschützer des Erdenreichs. Gott des Feuers. Okay, das Feuer ist echt. Aber was ist ein Erdenreich? Du wirst alles verstehen, Johnny Cage. Für jetzt ist nur wichtig, dass ihr beide als seine Champions auserwählt wurdet. Warum er? Und warum ich? Weil ich daran glaube, dass ihr würdig sein werdet. Und weil euer Dienst den Lauf eurer Leben verändern wird. Das ist keine gute Idee. Es ist genial, Raiden. Wenn ich Sub-Zero das nächste Mal sehe, muss ich ihm für die Inspiration danken. Au! Siehst du, das wird nicht klappen. Naja, oder vielleicht doch. Ach, wir müssen einfach weitermachen. Wir sitzen seit Monaten fest. Ich kann keinen neuen Film auf Außenweltmonstern und Magie aufbauen, die ich nie zu Gesicht bekomme. Deshalb bist du hier? Liu Kang sagte, der Job würde mein Leben verändern. So sieht's aus. Meine Ex wird noch bereuen, dass sie weg ist. Wie selbstlos. Oh bitte, Tattoo. Du bist nur hier, um dein Schwert zu holen. Wir alle haben Gründe, hier zu sein. Manche sind besser als andere. Aber wir sind nicht hier, um uns zu streiten. Wir sollen für das Erdenreich kämpfen. Wird aber auch Zeit. Und heute wird einer von euch auserwählt, um beim Turnier anzutreten. Einer von uns, Lord Liu Kang? Stellt die Außenwelt nicht mehrere Champions? Die Turnierregeln geben dem Gastgeber den Vorteil. Und die Außenwelt ist diesmal an der Reihe. Also, ich weiß ja nicht, warum ich nie gefragt habe, aber wie ist unsere Bilanz beim Turnier? Erdenreich und Außenwelt sind schon lange ebenbürtig. Doch die Außenwelt wird stärker. Wenn sie gewinnt, werden die Sympathisanten des Krieges jubeln. Ich dachte, du liebst die Außenwelt. Sie ist ein Ort von Schönheit, Reichtum und Wissen. Doch sie haben andere Ziele als wir. Wir leben in Frieden. Weil sie unsere Stärke respektieren. Zeigen wir Schwäche, wird unser Rivale zum Feind. Ich werde siegen, Lord Liu Kang. Erst müsst ihr das Recht erlangen, uns zu vertreten. Es wird auserwählt, wer gegen die anderen besteht. Raiden, tritt vor. Gute Wahl. Die Schwachen zuerst. Tritt gegen ihn an, Johnny Cage. Bereit für die Nahaufnahme? Okay, dann mal los. Aber denk dran, Landei. Ich bin eine Kampfsport-Ikone. So viel Action verkraftest du nicht. Ich bin bereit, Johnny Cage. Mein Geist und Verstand kämpfen als Einheit. Feuer! Ja.
Deshalb brauche ich keine Stunt-Doubles. Fight! Dieser Kampf war eine Ehre. Gern geschehen. Kenshi Takahashi, du bist der Nächste. Du bist echt gut, Raiden, aber zu unerfahren. Was mir an Erfahrung fehlt, macht mein Herz wieder wett. Der Mut, nicht das Herz, gewinnt den Kampf. Ich weiß es. Ich war schon in Hunderten. Fight! Passiert nicht wieder. Fight! Werde aus ihr lernen. Fight! Fight!
Zweifelst du noch an meinem Mut? Tue ich nicht. Dies ist ein wohlverdienter Sieg. Ruh dich aus, Raiden. Heute Abend begegnest du deinem letzten Gegner. Mäuse, dass Kung Lao gewinnt. Wie wär's mit mehr? Zum Beispiel Sento. Das kannst du vergessen. Raiden, Kung Lao. Der Sieger wird das Erdenreich gegen die Außenwelt vertreten. Eine schwere Pflicht. Übernehmt sie nicht leichtfertig. Tretet jetzt zurück, dann gibt es keine Konsequenzen. Ich wähle den Kampf, Lord Liu Kang. Und ich auch. Möge der beste Kämpfer gewinnen. Gib auf, Raiden. Du hast mich nie geschlagen. Das wird heute nicht anders. Nein. Wenn die Mönche uns eins gelehrt haben, dann, dass sich das Universum in konstanter Veränderung befindet. Das war Glück, Raiden. Du bist wie ein Blitz. Du schlägst nicht zweimal.
Es gibt für alles ein erstes Mal, Kung Lao. Ihr habt alle hart trainiert. Raiden am meisten. Dieser Ausgang überrascht mich nicht. Wie konnte ich? Glückwunsch, Raiden. Für das Turnier brauchst du das hier. Es gehörte den Götterältesten. Es gibt dem Träger die Macht über Blitz und Donner. Nur zu. Versuch es. Heiliger Bundesland! Es ist unglaublich. Aber ist es nötig? Die Außenweltler im Turnier sind nicht nur mächtig, sie beherrschen auch Magie. Das Amulett gleicht es wieder aus. Sei bloß vorsichtig, Raiden. Du könntest dich verletzen oder sterben. Kein Turnierteilnehmer wurde je schwer verletzt oder getötet. Ich schicke meine Champions nie unvorbereitet in den Mortal Kombat. In 7 Tagen reisen wir zur Außenwelthauptstadt Sundo. Das Turnier findet im Palast der Imperatoren statt. Die Außenwelt wirkt fremd und berauschend für Erdenreichler. Lasst euch nicht benebeln. Ihr müsst euch auf euer Ziel konzentrieren. Wir sind nicht mehr im Wunderland. Oh, wow. Sind das... Imperatoren sind als Töchter, ja. Gar nicht mal so übel. Wir sind Botschafter des Erdenreichs, Johnny. Wir erweisen ihnen Respekt und starren nicht. Lord Liu Kang, willkommen. Danke, Prinzessin Milena. Kennst du noch meine Schwester? Natürlich. Prinzessin Kitana. Darf ich vorstellen, Johnny Cage, Kung Lao, Kenshi Takahashi und Erdenreich-Champion Raiden. Ich hoffe, du bist bereit, Raiden. Unsere Champions sind siegessicher. Und ich am allermeisten. Mein letzter Sieg ist schon viel zu lange her. Prinzessin Milena. Wir müssen los. Imperatorin Sindel wartet. Danke, Tanya. Bitte folgt mir. Die 6-Armigen sind Naknadana. Die Mönche erzählten von ihnen, doch sie selbst zu sehen. Ich sehe, dass Ihre Hoheit wieder einmal keine Kosten fürs Fest scheut. Sollte sie denn? Sie gedenkt meinem verstorbenen Vater. Bewunderung, Prinzessin. Kein Urteil. Wie alle in der Außenwelt schätzte ich Jared sehr.
erste Wachtmeisterin. Unser Weg sollte frei sein. Musste das sein? Sollte ich Takatana die Stadt infizieren lassen, Majestät? Die Verhafteten haben welche beherbergt, statt sie zur Quarantäne zu melden. Die Erdenreichler sollten solche Dinge nicht erfahren, Li Mei. Von Sundos erster Wachtmeisterin erwarte ich Besseres. Aber vielleicht ist das zu viel verlangt. Prinzessin Merlina scheint sie nicht sonderlich zu mögen. Li Mei führte die Umgadi, die Palastwache. Unter ihrer Aufsicht wurde der Vater der Prinzessin ermordet. Deine Sorge verbraucht nur sinnlos Energie, Raiden. Aber das Turnier, wenn ich verliere? Achte auf deinen Weg, nicht das Ziel. Mehr kannst du nicht kontrollieren. Ganz großer Alarm. Standardschurke im Anmarsch. General Shao, lass dich nicht provozieren. Liegt es an mir? Oder ist der Erdenreich-Champion magerer als sonst? Willst du seine Stärke testen? Raiden wird... sich früh genug beweisen. Wissen die Erdenreichler immer noch nichts von der Existenz der Außenwelt? So ist es sicherer, General. Vermutlich. Ihre Gemüter verkraften wohl die Wahrheit nicht. Du hältst sie für schwach, ja? Und das, obwohl sie so oft das Turnier gewinnen? Wir zerstören deinen Champion Liu Kang. Er wird nicht vom Sieg kosten. Willkommen, Mitglieder unseres Hauses. Willkommen, geschätzte Gäste des Erdenreichs. Lasst uns das Vermächtnis meines verstorbenen Mannes ehren und das Turnier fortführen, das er mit Lord Liu Kang erschuf, um den Frieden zwischen den Reichen zu bewahren. Möge Jareds Seele von ihrer Ruhestätte im lebenden Wald voll Stolz über uns wachen. Lord Liu Kang. Imperatorin Sindel, ich bin erfreut, erneut euer Gast zu sein. Hier bist du immer willkommen. Nun, zeigt eure Champions. Der Erdenreich-Champion ist Raiden, Majestät. Er verdient den Titel, da er die besten Qualitäten der Erdenreichler verkörpert. Du wirkst nervös, junger Mann. Ich bin ein Fremder in einem fremden Land und soll hier gegen die größten Krieger kämpfen. Ja, ich bin nervös. Das solltest du auch. Vor dir liegt ein schwerer Pfad. Es hat begonnen. Die Tradition verlangt, dass Sun Dos erste Wachtmeisterin zuerst die Außenwelt vertritt. Li Mei. Möge sie unsere Ehre so gut verteidigen, wie sie die Ordnung aufrechterhält. Eure Majestät, mein Combat soll unser Haus und die gesamte Außenwelt ehren. Damit würdest du all meine Erwartungen übertreffen. Vergiss nicht, ohne Jareds Tradition wärst du nicht hier. Gib dein Bestes. Das ist genug. Der Rest regelt sich von selbst. Ja, Lord Liu Kang. Sehen wir doch mal, was du kannst. Hoffentlich wird dies der erste von vielen Siegen sein. Ich siege, Erdenreichler.
Dieser Kampf ist mir wichtiger, als du je begreifen kannst. Fight! Aber nicht annähernd gut genug. Fight! Dieser Kampf ist mir wichtiger, als du je begreifen kannst. Fight! Das war eine Prüfung. Fight! Ich danke euch, erste Wachtmeisterin. Mein Kompliment für einen guten Kampf, Raiden. Sehen wir, wie es dir weitergeht. General Shao, wen hast du als nächsten Teilnehmer erwählt? Eure Majestät, ich wähle Reiko, meinen Stellvertreter. Als Junge wurde Reiko im Kafala-Krieg zum Waisenkind. Trotz Gefangenschaft blieb sein Geist ungebrochen. Mit Klauen und Zähnen überlebte er. Nach dem Krieg nahm ich ihn auf, formte ihn zum perfekten Soldaten. Nur wenige kennen die Wege des Krieges wie er. Entwerfen
wessen Armee hast du gedient? In welchen Kriegen hast du gekämpft? Ich tat beides nicht. Dann bist du völlig unvorbereitet, Erdenreichler. Dies wird dein letztes Schlachtfeld sein. Fight! Ich bin ein Krieger. Wart. Von einem Bauern erledigt. Ich bin bereit für meinen nächsten Gegner, Majestät. Gegen wen trete ich an? Geduld, junger Mann. Im Morgengrauen fahren wir fort. Ich hoffe, euch alle beim Abendbankett zu sehen. Du bist also 10.000 Jahre alt? Das sieht man dir gar nicht an. Was siehst du nur in ihm? Er ist ein Held, Raiden. Auch wenn er es noch nicht weiß. Erkennst du hier alle Leute? Die meisten schon, von den Beschreibungen. Nur ihn nicht. Das ist Rain, Hochmagier der Außenwelt. Nicht sein echter Name. Sondern der, den er durch seine Wassermagie erhielt. Fühlst du dich unwohl, Prinzessin? Oh, ich bin okay, Tanya. Ich kämpfe gegen Melina. Aber muss ich auch gegen Tanya kämpfen? Traditionell eher nicht. Und wenn, wäre dies eine Prüfung. Warum? Umgadi wie Tanya sind Kriegerpriesterinnen, aus den erstgeborenen Töchtern der Außenwelt erwählt. Von klein auf trainieren sie tagtäglich ihre Fähigkeiten. Hier muss es viele Konflikte geben, wenn diese Art von Schutz notwendig ist. Die Vergangenheit war düster. Das letzte Millennium unter Imperatorin Sindel war ein goldenes Zeitalter. Doch die Erinnerung und der Schmerz bleiben. Mein Mann Jared glaubte, die Zukunft unserer Reiche sei verbunden. Halten wir einen offenen Dialog, damit keine Geheimnisse das Band zerreißen.
Majestät, es ist eine Ehre, heute unter euresgleichen sein zu dürfen. Ich sehe bereits, dass uns weit mehr verbindet, als uns unterscheidet. Unsere Völker könnten verschiedener nicht sein, Champion. Wie bitte? Wie ich es sage, Erdenreichler sind frei jeder... Das reicht, General. Verzeihung, Majestät. Ich hatte wohl zu viel von diesem exzellenten Wein. Mit eurer Erlaubnis. Du darfst gehen. Es ist schlimm genug, gegen Erdenreichler zu verlieren. Doch dann beleidigst du sie auch noch im Rausch. Du beschmutzt unnötig meine Ehre und die stolze Tradition deiner Familie. Darf ich frei sprechen, Majestät? Schon wieder, wenn es sein muss. Der Zauberer machte eine Prophezeiung. Er warnte vor Liu Kangs Eroberung der Außenwelt. Seine Vorhersagen sind sonst tadellos. Doch Liu Kangs böse Absicht ist unbewiesen. Sein Eingriff brachte der Außenwelt jahrhundertelangen Frieden. Er drängt uns zu Kompromissen, beschneidet unsere Unabhängigkeit. Könnten wir unseren Feinden auf dem Schlachtfeld begegnen? Wünschst du uns etwa endlosen Krieg? Besser als Liu Kangs Schoßhund zu sein. Sollte ich Beweise für die Prophezeiung sehen, werden wir handeln. Aber nur dann und nur auf meinen Befehl. Lehrte dich dein erhabener Vater nicht, dass der Krieg das letzte Mittel ist, nicht das erste? Das tat er, Majestät. Vergiss das nicht, General. Kommt! Du wolltest uns sehen? Ich sah, was heute Abend geschah. Alles in Ordnung. Nur das Essen. Wirklich? Wir sollten nichts riskieren. Kämpfst du morgen, könnten sich die Symptome deiner Krankheit zeigen. Kitana nimmt deinen Platz ein. Was? Sie flüstern bereits, dass sie mich als Erbin ersetzen soll. So werden es nur Schreie. Die Krankheit ist deine Schuld. Ich begreife nicht, warum du damals den Palast nachts verlassen musstest. Ich wollte doch nur etwas Zeit für mich selbst. Fern von all dem. Ich dachte nie, dass... Das ist dein Problem, Melina. Du denkst nie. Mutter will dich doch nur schützen, Schwester. Wird deine Krankheit bekannt, verbannt man dich in die Ödnis. Wir müssen dein Geheimnis wahren, um dir den Thron zu sichern. Eine erneute Überraschung, Raiden. Neben anderen besiegtest du Kote, Motaro und Shiva. Es bleiben nur noch zwei Kämpfe. Bist du bereit, Erdenreichler? Sehr wohl, Majestät. Dann stelle dich nun meiner Tochter, Kitana. Majestät, das ist unerhört. Raidens nächster Gegner ist die Erbin. Melina ist unpässlich. Sie hat dringende imperiale Aufgaben. Aber ich habe ihn nicht auf Kitana vorbereitet. Er hat bereits großes Können bewiesen. Lass ihn improvisieren. Keine Sorge, ich schaffe das. Nun gut. Ich bin nicht schwächer als meine Schwester, Erdenreichler. Derartiges hatte ich auch nicht erwartet, Eure Hoheit. Ich werde gewinnen. Für Sie, die Imperatoren und die Außenwelt. Fight! Ah!
vorbei. Kämpfe. Fight. Du kämpfst gut, Prinzessin. Wie du, Erdenreichler. Überraschenderweise. Auf ein neues Treffen. Unter anderen Umständen. Zeit für den finalen Kampf. Es ist ein Beweis für dein Geschick, dass du so weit gekommen bist. Doch nun stelle dich General Shao. Sieger des Terva-Krieges. Eroberer der Quattan-Ebene. Verteidiger der Navala-Küste. Wie seine Familie seit Generationen verteidigt General Shao uns mit Eifer und Härte. Die Außenwelt ist ihm auf ewig dankbar. Eine bemerkenswerte Liste von Erfolgen, General. Das ist nur ein Bruchteil davon. Für die ganze Liste bräuchten wir Tage. Fight! Ich hab's geschafft. Meinen Glückwunsch, Raiden. Das Erdenreich gewinnt. Darf ich euch helfen? Bleib weg, Erdenreichler. Sehr gut. Du hast meine höchsten Erwartungen übertroffen. Danke, Lord Liu Kang. Durch dich werden die gewaltbereiten Außenweltler einmal mehr in Schach gehalten. Kommt, verabschieden wir uns und kehren ins Erdenreich zurück. Hey, du hast es geschafft. Das war krass. Sehr beeindruckend. Garrus,
alter Freund. Es ist ewig her. Schön, dich zu sehen. Ebenso, Lord Liu Kang. Ich habe dich mit dem Stundenglas beobachtet. Dir gefällt deine Rolle als Beschützer des Erdenreichs. Sie liegt mir weit besser als die Rolle des Wächters der Zeit. Ich wollte Kronika nie ersetzen. Als Architektin verfiel sie dem Wahn. Ich wollte ihr Schicksal keinesfalls teilen. Darum bin ich dir auf ewig dankbar, dass du freiwillig über das Stundenglas wachst. Ich habe die Macht aufgegeben. Doch diese Ära entwickelt sich so, wie sie soll. Du hast mich nach deinem Bild geschaffen. Die Pflicht ist mein höchster Ruf. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Doch was ist der Grund? Gibt's Probleme mit dem Stundenglas? Mit einem Bild, das es mir zeigte. Was, Garrus? Als die Geschichte neu begann, hast du das Schicksal einiger Missetäter verändert und sie neutralisiert. Einer von ihnen widersetzt sich dem Schicksal. Shang Tsung. Fahr fort. Er entfloh seinem sinnlosen Leben und wird schon bald zu einem mächtigen Zauberer. Sindels Hof hat er bereits unterwandert. Ich habe ihn während des Turniers nicht gesehen. Doch wenn Sindel dieser Schlange vertraut... Deine Friedensvision ist womöglich bereits gefährdet. Danke für die Warnung, Garrus. Ich werde nachsehen. Kehre zum Stundenglas zurück, um noch mehr zu erfahren. Wir suchen ihn also in der Außenwelt und befragen ihn hier? Ja. Wenn das, was ich fürchte, wahr ist, sind die Reiche in Gefahr. Noch etwas? Shang Tsung ist ein Meister der Täuschung. Trau keinem seiner Worte. Klingt wie mein erster Agent. Eine schwierige Mission. Ich hätte lieber Raiden dabei als den da. Hey, der da kann das sehr wohl. Diese Mission muss heimlich geschehen. Ich breche mein Versprechen an Imperatorin Sindel, indem ich euch ohne ihr Wissen in die Außenwelt schicke. Durch das Turnier ist Raidens Gesicht dort wohl bekannt. Ihn zu schicken würde das Risiko für euch nur noch erhöhen. Dieser Talisman reagiert auf Shang Tsungs Qi. Er wird euch führen. Und seid vorsichtig. Mögen die Götter Ältesten euch schützen. Sind wir schon da? Was? Wie alt bist du? 5? Was soll ich sagen? Die Stiefel sind nicht zum Laufen gemacht. Wenn das dein größter Schmerz heute ist, dann hast du Glück. Oh, ich hab schon Glück. Hab mir Sento auf den Rücken geschnallt. Ich hole es zurück, Cage. Gib mir 3 Millionen, dann gehört's dir. So viel habe ich aber nicht. Deine Yakuza-Freunde hätten es bestimmt. Oh, richtig. Sind ja keine mehr. Hollywood hat mich gelehrt, niemals alle Brücken abzubrechen. Man weiß nie, wer helfen kann. Die Yakuza sind Blutegel. Sie lassen die Schwachen ausbluten. Ich bin so aufgewachsen und habe es nie verstanden, warum andere meinetwegen leiden müssen. Ich kam raus und mein Clan bald auch. Wir können ihre Verbrechen nicht unterstützen. Sagt dein Schatz? Dieser Shang Tsung ist bei diesen Dingen. Oh, meine Cosplay-Fans werden ausrasten auf der CageCon. Ah!
stillhalten. Sonst komme ich nicht ans Knochenmark. Das ist Shang Tsung. Schnappen wir ihn, wenn er fertig ist. In Fists of Iron haben wir das so gemacht. Wir richten uns nicht nach deinen Filmen, Cage. Loslassen! Ihr dürft das nicht! Die Wunde wird bald heilen. Ein kleiner Preis für den Fortschritt. Andererseits klappt es auch wunderbar ohne uns. Ja, sollen Sie das beenden? Wir müssen Shang Tsung retten. Liu Kang braucht ihn lebendig. Gemacht. Ohne dich hätte ich ihn getötet. Ich verstehe das, aber es geht nicht. Du bist einer seiner Lakaien, dann stirbst du eben. Fight! Bitte, lass mich erklären. Du hast uns reingeritten, hol uns wieder raus. Ich weiß, es sieht so aus, aber wir arbeiten nicht für Shang Tsung. Warum rettet ihr ihn dann? Weil Liu Kang, der Beschützer des Erdenreichs, ihn befragen will. Er denkt, Shang Tsung könnte unsere beiden Reiche bedrohen. Ich bin Kenshi Takahashi. Wir schütteln keine Hände. Entschuldige, das wusste ich nicht. Wisst ihr nicht, was wir sind? Nein, tun wir nicht. Wir sind Opfer der Takat. Die Krankheit ist nicht sehr ansteckend. Aber ihr solltet besser nichts riskieren. Sie entstellt einen und schwächt enorm. Mit der Zeit verwandelt sie uns in blutrünstige Monster. Nur der Tod befreit uns. Also warst du nicht immer so? Ich war ein reicher Händler. Doch Erkrankte werden verbannt. Nun leite ich die Kolonie. Ich bin Baraka. Was will Shang Tsung mit deinem Knochenmark, Baraka? Ich weiß nicht, aber er kommt jeden Monat, um es zu sammeln. Lass uns frei und wir fangen Shang Tsung. Dann finden wir heraus, was er hier vorhat. Versprochen.
Lasst sie gehen. Danke. Wir werden dich nicht enttäuschen. Mist. Das sollte uns zu Shang Tsung führen. So finden wir ihn nie. Sein Labor ist nahe. Ich führe euch. Weißt du irgendwas darüber? Nein, ich war noch nie dort. Du bleibst hier. Wir sehen nach. Die Zugabe von Kaitun-Larvenpulver war eine gute Wahl. Die Tests zeigten eine deutliche Verbesserung. Ich habe die Rezeptur seit der letzten Anwendung angepasst. Sie enthält verschiedene neue Zutaten. Das neue Serum ist genau das, was wir brauchen. Die Wirkung ist direkt und lang anhaltend. Wie kannst du das wissen? Es wird aus frischem Tarkatana-Knochenmark gebraut. Es könnte nicht wirksamer sein. Er infiziert Melina mit Tarkat. Und zwei von Sindels Top-Leuten sind an Bord. Kein Wunder, dass Liu Kang sich Sorgen macht. Wir müssen ihn stoppen. Eine Jungfrau in Not retten? Kein Ding. Lass sie in Ruhe. Du Mistvieh. Wie bitte? Du weißt schon, der Film. Kleines Mädchen, Riesen-Alien. Ripley! Nein? Ernsthaft? Erdenreichler, wie haben Sie uns ge... Sie haben schon zu viel gesehen. Ich brauche Zeit. Kümmer dich drum. Liu Kang schickt euch, nicht wahr? Um unsere Geheimnisse zu erkunden. Er schickt uns wegen Shang Tsung. Aber offenbar ist er nur ein Teil des Problems. Fight! Gerade erst an.